Let's go. Natürlich ein Speedrun mit 20 Sekunden Timer. Da wird der Run jetzt wahrscheinlich sterben, oder? Wir machen das abseits vom Endless. Oh, das sieht auch übel aus, Mann, da rein zu sneaken. Ich weiß nicht, ob du da mit dem Walljump irgendwie rein sneaken könntest. Vielleicht. Okay, könntest du. Du hast da auf jeden Fall auch einen Kaiserblock oben drüber. Switch, Pow. Den nehmen wir mit. Den brauchen wir hier. 2 Sekunden. Okay. Also, auf jeden Fall ein netter Speedrun, aber auf jeden Fall nichts für ein Endless. Also, krieg kein Like. Weiter geht's. Und Jennifer Jen. Sei auch gegrüßt, Jonas Mann. Sei auch gegrüßt, Mann. Phanto Missing Needle. Oh nein. Brauche ich alle? Ne, ich brauche nur einen. Jawohl, jetzt muss ich hier Pixel Perfect stehen, ne? Das können wir eigentlich auch schon abseits vom Endes machen. Das kostet nur alle Leben. Jawohl, die. Darf der Papa jetzt wieder spielen oder willst du hier dein Leben jetzt hier verbringen, direkt vor meiner Nase? Hm? Fühlst du dich ein bisschen alleine? Hm, süßi. Wir können später wieder kuscheln. Okay, geht das? Hm? Also ich glaube, das müssen wir mal abseits vom Ende spielen, da Pixel Perfect hinzustehen und ohne den Hit vom Spike zu bekommen in Kombination mit dem Typ. Das kostet uns alle Leben. Mir skippt. Okay. Das sieht doch mal wieder nach einer humanen Stage aus, wo man vielleicht die Leben bekommen könnte. Okay. Fufi gibt's da auf jeden Fall schon mal. Oldie. Also coole Sachen hat er da mit am Start, der Dude. Das könnte Probleme machen. Da gehen wir unten rum. Wir können seitlich drüber oder wir können auch so vielleicht drüber. Okay. Puh, das war auch close. Wow, Mann. Secret. Puffy. Oh, sehr schön. Das nehmen wir sehr gern mit. Dann kriegen wir die 3 Leben mit an den Start. Aber da geht der Spaß. Cooles Level bis jetzt. Okay, da haben wir noch ein bisschen. Sehr schön. Also, sehr gut. Ich lasse ein Like da. Die Stage war sehr, sehr gut. Tierzeit 20 Sekunden. Vielleicht gibt es da auch nochmal irgendwo ein bisschen Cheese. Vielleicht. Okay. Speedrun. Schön ausgeschmückt, aber 13 Sekunden. Ich weiß auch nicht, ob ich den hitten muss. Ich vermute ja. Oh, den muss ich hitten. Den darf ich nicht hitten? Fünf Sekunden. Also, okay. Also, haben wir ein Leben plus gemacht. Sehr schön. Lass mal kein Like da, weiter geht's. Aber ich glaube, wir haben trotzdem ein Leben plus gemacht. Von dem her alles gut. Sind wir oben auf 7 Leben. Weiter geht der Spaß. Japanisches Level mit einer 5, was das wohl bedeuten mag. Kein Speedrun, sammle meine 1 Million
Münzen in meinem Level? Ja. Das machen wir auf jeden Fall abseits vom Ende. 9 Clears aus 325 Versuchen. Ich dachte 5 Sekunden Speedrun, weil da eine 5 drin war. Okay, ducken. Es geht alles so ultra schnell in dem Ding. Ja, Pau nicht erwischt. Schade. Walljump hätte hier geholfen, wobei mir eigentlich genug Zeit hätten. Aber ich bin mich nicht wundert, warum du so viele Münzen hast. Triple Jump. Das war close. Wow, okay, da müssen wir instant jumpen. Wow, was brauche ich da auch einen Crouch Jump? Die Stage, sie float auf jeden Fall, aber. Uff. Okay, gegen Checkpoint vielleicht mal. Oder auch nicht. Irgendwie hat er da nicht vergessen, die ganzen Münzen noch irgendwo reinzukriegen, glaube ich, bei sich in der Stage, aber. Guck mal, es ruckelt, oder? Es ruckelt extrem, aber bei euch auf Twitch, oder? Ich muss da irgendwie mal was in den Einstellungen gucken. Also irgendwas stimmt da gewaltig nicht. Aber es ruckelt brutal, oder? Ist los, Woldi? Ist aber mutig. Bist du der Superman? Die Supercat? Digga. Muss die Schmuddelseiten schließen im Hintergrund? Das würde ich niemals machen, Andi. Ich muss das doch, das brauche ich doch nebenher als Unterstützung. Dass es mir gut geht. Ist wichtig. Ja, das Game nicht, aber du ruckelst. Ja, vielleicht bin ich kurz vom Schlaganfall, Leute. Das kann auch sein. Bei dem Level wird es mich auf jeden Fall nicht wundern. Okay. Süß, dass er dir hier den Frogsuit gibt. Der ist nämlich der größte Pain auf dem Land. Oh ja, danke. Schon viel besser. Haben wir hier irgendwo noch eine Münze? Also gut. Ey, er gibt uns sogar nochmal einen Frogsuit. Ich hoffe, Mega Cooper. Oder wir können mit dem wahrscheinlich auch die Münze holen, ne? Das soll auch gehen. Okay. Neues. Okay. Dass man die mit dem nicht abballern kann, ist echt bitter. Geht es? Ja. Bevor wir irgendwas machen, machen wir hier erstmal den Weg auf. Ich glaube, wir brauchen den roten Coin da unten. Danke. Schlüssel haben wir mit am Start. Da kommen wir durch. Will ich den? Ich nehme den mal. Okay, durch. Und dann gehen wir da rein. Nee, Digga, wir gehen ins Ziel. Oder kriegt man hier die Leben? Das ist die Frage halt. Also theoretisch könnte ich jetzt sofort zum Ziel. Da oben sind Münzen, die man noch bekommt. Okay. Also ich würde sagen, wir machen hier mal alle Wege auf. Und dann geht's weiter. So. Können auch noch optional fliegen. Bisschen mit dem Raccoon Suit. Schade, dass sie hier nur Münzen hat und keine Leben. Ich hoffe, er tötet mich jetzt nicht noch irgendwie. Das wäre echt gemein. Das ist halt die Frage, was besser gewesen wäre. Wir hätten theoretisch auch alle Blöcke zerstören können und das Leben holen von der Zielflagge, aber ja, krieg kein Dike, weiter geht's. Schätze ich mal. Okay, weiter geht's. Wir haben wieder 7 Leben, 13 Level. Weiter geht der Spaß. Hills and Rivers 3. Die mega selten Benachrichtigung, dass du live bist. Ja, das höre ich von vielen. Weiß nicht, ob ich zu viel Werbung für YouTube mache hier auf dem Kanal. Das kann auch sein.
Müssen wir in die Pipe, oder? What the freaking heck, Mann? Muss ich davon da drüber, oder? Also ich sehe den Jump nicht. Also da komme ich eigentlich nicht drüber auf normalem Wege. Du könntest vielleicht unten rum. Also hier ist zumindest ein Joey Blow. Ich vertraue ihm mal, weil den Jump da drüber schaffst du nicht. Glaube ich. Vielleicht gerade so, aber wir brauchen dann auch einen P-Switch. Ist die Frage, ist da unten, sollen wir runter oder sollen wir nicht runter? Das ist wieder ein bisschen magischer. Hier haben wir die Spikes des Todes. Weiß nicht, ob du da drüber kommst überhaupt. Könnte, könnte nicht. Wir gehen mal runter. Okay. Gute Entscheidung. Okay, weird, aber okay. Da kriegen wir einen Checkpoint. Pibeloon. Okay, Kadoki. Und dann muss ich da durch und runter droppen, oder? Okay, weiter geht der Spaß. Und natürlich genau zwischendurch. Ja, ich habe immer ein bisschen Panik, wenn Lakitu kommt mit seinen Igeln. Das mache ich immer ein bisschen Pain. Ich will mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Nee. Also, geh mal unten rein. So wie immer. Okay, hier können wir runter. Zack, da ist eine Pipe. Da gehen wir rein, wenn wir es hinkriegen. Checkpoint. Schon gerne eigentlich. Ja. Also kriegen wir unser Leben wieder. Sehr gut. Ich glaube, wir haben zwei verballert in der Stage. Trotzdem schwierig. Hätte man, glaube ich, auch gar keine Leben farmen können. Schade, dass er da auch keine Münzen hingepackt hat. Es gab einen Bereich mit Beatles, aber das wäre dann auch Pixel Perfect gewesen, glaube ich, der Jump von dem her. Wir machen weiter. Keine Leben. Ja, eins haben wir bekommen durch die Flagpole, aber man hätte sich trotzdem die drei Leben gewünscht. Japanisches Level mit einem Pimmelsymbol, wieder mit ein bisschen Haare mit einem Pimmel. Okay, wir müssen nur 1 Million rote Münzen zernägeln. Oh. Le Precision. Jo, Digga. Und dann in die Pipe? Das ist ein Leben. Kriege ich einen Checkpoint wenigstens? Natürlich nicht. Puh. Wir gehen erstmal da rein. Müssen wir da unten noch reinhucken. Okay, Schlüsselhammer. Ich hoffe, wir kriegen die 3 Leben in der Stage. Bitte, bitte, gib mir noch die 3 Leben. Bitte, bitte. Ja, wenigstens eins. Aber wir sind da zum Glück First Try durch. Kriegt kein Icon, 3 Leben. Mal wieder. Weiter geht's. Schöne Precision Stage auf jeden Fall. Let's go. Team Magico. Besiege alle Bowser, alle eins Bowser und besiege das und erreiche das Ziel. Okay, 1 Leben haben wir schon mal. Kein Bowser bisher zu sehen. Da oben ist er. Oh, ist das auch ein Speedrun? Also um Bowser zu besiegen, brauchen wir den Stern eigentlich.
die Frage, kriegen wir das hin so schnell mit dem Stern oder gibt es hier irgendwo wieder hidden Zeug? Tendenziell würde ich bei Mario Maker sagen, dass es irgendwo noch irgendwie hidden Zeug gibt, vielleicht. Mal eben hier ist nichts drin. Irgendwo eine hidden Feuerblume oder irgendwas. Das Problem ist halt nur mit dem Glaunka. Und mit dem Glaunka, mit dem hier kriegen wir den auf jeden Fall nicht weg. Also wir kriegen theoretisch auch noch Leben. Also. Hier muss halt schneller durch. Ja, das reicht schon wieder nicht. Aber das war auf jeden Fall schon mal ein bisschen close. Wir probieren es nochmal. Okay. Das Leben nehmen wir uns auf jeden Fall noch mit. Kriegen wir 3 Leben, haben wir ein Leben gut gemacht in der Stage von dem her. Alles gut, aber trotzdem ein bisschen Pain, sag ich mal, für den Endless. Aber man weiß, was man zu tun hat. Das ist tippidobby. Team Magico kriegt keinen Like, auch wenn es die 3 Leben gab. Weiter geht's. Okay. Let's go. Die nehme ich sehr, sehr gern mit. Ich weiß aber gar nicht, was da passiert ist. Ich glaube, das war alles einfach nur Zufall, dass das so passiert ist, wie es passiert ist. Wir machen weiter. Ja, gut. Japanisches Level mit 5 Ausrufezeichen. Sammle alle 303 Münzen. Alle Münzen. Alle Münzen. Wir haben auch genug Zeit, noch 100 Münzen brauchen wir. Dass der dann hochklettert instant und nicht den Hit bekommt von der Wand. Okay, let's go. Ich hoffe, wir brauchen den nicht. Wir haben alle Münzen gesammelt. Also kriegen wir auch mal eine Bonus-Stage. Sehr gut, sind wir oben auf 15 Leben fast. Dann haben wir 14 wieder mit am Start. Sehr schön, jetzt sind wir wieder am Anfang, sozusagen. Haben wir sogar einen neuen Rekord aufgestellt. Ich lasse mein Like da, die Stage war sehr, sehr human. Weiter geht's. Let's go. Little Kaizo. Da war ein Shell Jump. Wir machen die abseits vom Endless. Tick zu früh. Ja. Ja. Okay, nehmen wir den Clear mit. Zumindest abseits vom Endless, aber... Krieg kein Like. Weiß nicht, ob es da überhaupt die 3 Leben gab. Nö, war in Ordnung, 6 von 10. Ja, sie war recht süß gemacht, sag ich mal. Aber für ein Endless richtig bitter. Okay. Stimmt mal bitte. Ah, okay. Das ist nur der P-Switch-Jump und dann können wir da durch. Also, nehmen wir da auch den Clear mit. Leider auch keine 3 Leben. Schade. Krieg kein Like, keine 3 Leben. Weiter geht's. Let's go. Japanisches Level. Den hätte ich gebraucht. Okay. Ich kann dann einfach stehen bleiben.
Da kann man auch einfach stehen bleiben. Ich hoffe, es passiert jetzt nichts Magisches mehr. Okay. Da kriegt man dann nochmal ein Leben dazu. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt durch. Also. Sehr gut. Kriegen wir die drei Leben. Haben wir, glaube ich, keinen verloren in der Stage. Wir machen weiter. Krieg kein Like. Die war auch süß, finde ich, die Stage. Abseits vom Endless. Okay. Gut, wir warten. Wo stehen die Pompom? Ah, da hinten. Ja. Also, Pompom macht immer seine Phantome. Je nachdem, wie oft man sie hittet. Sie macht erst ein, dann macht sie zwei, dann macht sie drei. Sie spawnt ja auch direkt in der Fresse, wie man gerade gesehen hat. Da muss ich jumpen, sonst ist es vorbei. Okay. Und zur Sicherheit habe ich jetzt hier mal den Boomerang-Suit aufgehoben, weil der, selbst wenn du klein bist, kriegst du dann den Boomerang-Suit raus. Oh, der ballert das Ding weg. Oh, ja. Oh, oh. Ja. Boomerang-Suit nimm mal mit. Wir triggern diesmal sofort den Block. Egal was da rauskommt, es hilft uns. Ja. Wir warten. Jo, warum krieg ich da den Hit? Okay. So war es auf jeden Fall mal einiges einfacher, aber das war ich auch erst hinterher. Ich will mal gucken, ob hier noch irgendwas Sinnvolles drin ist. Wo der Magic Cooper hin ist, verstehe ich auch nicht, denn der hat sich irgendwie weggeportet. Vielleicht nach Hogwarts oder so. Nochmal ein Bingo-Suit. Okay. Alter. Okay, 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 okay. Ja. Die nehmen wir wieder mit. Dann haben wir die wieder good to go. Noch keine Leben in der Stage, weil wir noch keine farmen können, leider. Mit der Bullet geht es, glaube ich, auch nicht. Oder das wäre ultra pain. Vielleicht wird es sogar hinkriegen, aber... So. Mein Lieblingsfeind in dem Game. Captain Meowser. Ein Pound nehmen wir noch mit für die Road. Warum denn nicht? Okay. Und Horwitz eben sehr gerne. Okay. Kriegen wir wenigstens ein Leben zurück. Sehr schön, sind wir da oben auf 13. Ich hätte ein Like gegeben, hätte sie drei Leben bekommen. So kann ich leider kein Like geben. Let's go, weiter geht's. Part 1, 3. Nee, danke, danke, Digga. Danke für dein Angebot, aber ich habe genug. Ah, nee, ich habe doch nicht genug. Den nehmen wir sehr gern mit. Komm schon. Aha. Ich weiß gar nicht, ob ich die will. Ich nehme sie mal. Das Problem ist halt, mit der Feuerblume kann ich zwei Hits ab. Und mit dem Linksuit nur einen. Deswegen habe ich jetzt die Feuerblume mitgenommen, weil ich weiß nicht, was noch kommt in der Stage.
Ich glaube, du würdest das wollen, würdest es nicht hinbekommen. Oh, Digga. Okay, da haben wir nochmal einen Linksuit. Okay, da haben wir die Zielflagge. Leider auch keine drei Leben, aber das eine Leben nehmen wir auf jeden Fall mit. War auch eine süße Stage, alles in allem. Leider wieder, mal wieder keine drei Leben. Hätte sie drei Leben gegeben, hätte ich da auf jeden Fall ein Like gegeben, da es die drei Leben nicht gab. Machen wir weiter, aber es gab wenigstens ein Leben mal. Dann bleibst du heute noch live. Wahrscheinlich noch eine halbe Stunde ziehen. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Gucken wir mal. Autoscroll.